Hallo Leute, zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem Kanal. Alice19 ist am Start. Ja, es kommt heute noch raus und ich dachte, wir fangen gleich mal an. Nehmen gleich mal ein paar Folgen auf, weil es kommt die Woche jeden Tag eine Folge als Special-Spezial, weil Alice19 rauskommt und dann starten wir gleich mal. So, neuer Farmer. Ich glaube, da starten wir mit dem Hof. Wir nehmen aber Farm Manager. Da starten wir mit knapp 500.000 oder 1 Million. Und wir fangen im Felsbrunnen an. Das finde ich einfach schön. Das sieht irgendwie so leicht bayerisch aus. So, Bürger LP passt. John Deere Kappe müsste das, glaube ich, sein. Sehr schön. Ah, den lassen wir mal so. Oder ohne Brille sieht er sympathischer aus. Weiter. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Ladezeit ist. Ob sie doch so lang ist oder nicht so lange braucht. Spiel wird geladen. Das ging aber schnell. So, Leute. Und dann können wir mal ins Spiel rein. So, du hast genügend Geld, um deinen Traum von eigenem Bauernhof zu verwirklichen. Worauf wirst du dich spezialisieren? Ackerbau, die Zucht von Nutztieren, Forst oder was ganz anderes? Die Entscheidung steht dir völlig frei. Okay, dann starten wir. 1,25 Millionen. Haben wir ein Startgeld. Das ist sehr schön. Dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, erstmal müssen wir uns ein Land kaufen. Und ich würde sagen, wir fangen mal jetzt standardmäßig an. Können wir dieses Land nehmen? Oder ich finde das halt toll. Hier hast du halt schon gleich was, wo du drauf bauen kannst. Deswegen kaufen wir das auch. Und das ist auch wirklich nicht teuer. So, Land kaufen. Das Land kaufen. Was kostet das Land daneben? Dann haben wir das Land daneben. Würde ich sagen, können wir das Land dazu noch nehmen? Oder? Oder das Land, das wäre auch natürlich eine Option. Wir nehmen das Land daneben, aber da sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Ach egal, wir nehmen das Land daneben, dann haben wir gleich zwei Felder zusammen. Das ist sehr schön. Das kaufen wir auch. Komm, Leute. So. Jetzt haben wir schon mal zwei Felder. Wir gucken mal, was da drauf ist zurzeit. Was wächst hier drauf? Kartoffeln. Ja, Kartoffeln. Was wächst hier? Zuckerrüben. Okay, da eigentlich nichts, was wir bisher brauchen. Okay, das können wir ja auch alles noch ändern. So, liebe Leute. Und jetzt fangen wir mal an, hier ein bisschen unseren Hof zu gestalten. Wo war das? So, erstmal brauchen wir ein Silo. Dann nehmen wir ruhig das große. So, wo können wir denn rauffahren? Das drehen wir mal. Drehen war. Ne, hier nicht. Hier war drehen. So, auf der anderen Seite nehmen wir das ab. So, Leute, dann machen wir, stellen wir das. Dass das ein bisschen so eine Erhöhung hat. Stellen wir das hier hin. Das sieht doch sehr schön aus. Jetzt haben wir schon mal ein Silo. Wir brauchen auch ein paar Unterstände, ne? Was gibt es denn für Hallen? Eine große Halle. Zeig mal die Halle, Alter. Die ist aber riesig, ne? Die ist riesig, die Halle. Ne, die ist mir zu groß. Die Halle können wir nehmen. So, die drehen wir mal. Das Feld gehört uns ja auch. So, liebe Leute, stellen wir das so hin. Gucken wir mal, hier müssen wir ja auch lang fahren können. So, ich weiß es auch nicht, wie sich der Boden anpasst. Ta-ta-ta-ta. Oder stellen wir das doch hier hin? Wir stellen das erstmal hier hin. Ein bisschen mal näher ran, dass wir es auch sehen, wie es. Ich weiß nicht, wie sich der Boden anpasst. Wir stellen es einfach mal so hin.
Okay, das ist sehr schön, Leute. So, jetzt haben wir schon mal. Und ich würde sagen, Farmhaus, Farmhaus ja, Farmhaus nein. Ich weiß es nicht, Leute. Weil in dem Farmhaus kann man schlafen. So, jetzt haben wir erstmal ein Silo, haben wir. Ein Unterstand haben wir. Das ist schon mal schön. So, aber ein Farmhaus. Ein Häuschen brauchen wir doch, wo man schlafen kann. So. Oh, das ist dazu. Da wollte ich jetzt gar nicht rein. Ja, Leute, dann gucken wir gleich mal nach einem Traktor. So, wir brauchen erstmal irgendwas Stärkeres, wo wir auch ein paar Sachen mehr, besser ziehen können. Was haben wir denn? Ein John Deere, der ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer zum Anfang. Ein Fendt können wir uns holen. Leute, was haltet ihr denn vom Fendt? Wie viel PS hat er denn? Na, wir brauchen schon was mit knappem Frontaufbau, ja. Motorvariante. Also 240 PS, ja, so einen starken, den bräuchten wir schon, ne? Gibt es denn für Reifen? Na, lassen wir die. Standardbereifung. Pflegebereifung. Das ist sehr schön. Hauptfarbe. Ach komm, dann kaufen wir den. 240 PS, passt. Nehmen wir. So, Leute. Dann brauchen wir einen Flug. Einen Flug. Ich habe auch gesehen, es gibt Tiefenlockerer. Wo sind die denn? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ta-ta-ta-ta. Wo ist denn Förderband? Bin ich blind? Das habe ich doch schon gesehen. Tiefenlockerer. So, was haben wir denn hier für Varianten? 82.000. Mit den Tiefenlocker alternativ zum Pflügen kann man Felder für die nächste Aussaat vorbereiten. Macht man den wo dran? Oder kann man den einfach so dran setzen? Ah, hier. Kuhn, HP, DDF. Kuhn, HP, DDF. Gucken wir mal. Zack, Sämaschinen. Haben wir hier eine Kuhn? Ah, die können wir also davor setzen. Das ist doch sehr schön. Was hat die denn nur? Aber kein Dünger. Kein Düngen, ne? Das ist eine Direktsaatmaschine. Die kann aber auch alles. Tschitschitschitsch. Was ist das? Zusatztank. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, nehmen wir doch einen normalen Pflug oder Düngerstreuer. Ah, das wäre schon schön, wenn wir mit Düngerfunktion haben, eine Sämaschine. Zack, was, wie war die jetzt? Da gucken wir mal nochmal. Ne, die hat nichts. Die hat mit Dünger, die hat ohne Dünger. Ach, Leute, dann nehmen wir doch einfach. Gehen wir mal zurück. Zurück. Ne. So. Dann nehmen wir einen ganz normalen Flug halt. Oder können wir einfach auch. Ach, wir nehmen uns einen normalen Flug. 2,50, 2,50 Meter. Da, 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 da. So. Was kann der Tiefenlockerer? Kann. Muss man den wo zwischenspannen oder kann man auch einfach so mit den fahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ach, wir nehmen einen Flug, damit können wir uns auf. Nehmen wir den Standardflug. Konfigurieren. Den behalten wir beim Standard kaufen. Ja. So, liebe Leute. Unser erster Traktor. Machen wir den mal ein bisschen lauter machen. Wow. Alter Falter. Entweder fühlt sich das nur so komisch an oder die lassen sich echt ein bisschen anders fahren. Haben die keine Servolenkung? Doch, die Servolenkung ist auch ein bisschen schwerer. Okay. Moment, Leute, wir können ja nicht so losfahren. Wir müssen den erstmal einklappen. Sehr schön. So. Leute, dann fahren wir unseren ersten Hoftraktor mal. Boah, Alter.
Alter Falter. Was ist denn los? Ist das Servolenkung? Ah, jetzt geht's einfacher, okay. Gucken wir mal von drin. Ah, das sieht sehr schön aus. So Leute, dann fahren wir den jetzt erstmal schon mal zum Hof. Weil wir brauchen noch einen kleinen Traktor. Unser Hof müsste doch gleich hier sein. Sehr schön. Guten Tag. So, wow. Entschuldigung. Entschuldigung. So, du kannst erstmal anfangen. Ach, fang erstmal an, das große Feld zu pflügen. Wir pflügen gleich mal unsere Felder. Ist eigentlich, gibt es Fruchtzerstörung? Fruchtzerstörung? Ja, Fruchtzerstörung ist an. Sehr schön. So, Leute, wir fangen erstmal an, gleich das Feld zu pflügen. Das kann eigentlich mal der Helfer machen. Das müsste der ja hinkriegen. Die Kartoffeln, die brauchen wir nicht. Boah, Alter. So, liebe Leute, dann stellen wir... Ey, was ist denn das für eine Lenkung? So. Zack. Ah, wir haben gar kein Gewicht gekauft, ne? Mist. Ah, vielleicht kriegt das ja auch so hin. Unser Helfer. Die Arbeit beendet, okay. So, zack. Machen wir den Helfer mal an. Da übersieht er leicht eine Spur, der Helfer. Das finde ich gar nicht nett. So, Leute. Machen wir jetzt nochmal den Helfer an. Schafft das denn jetzt? Sehr schön. Jetzt schafft das. Dann können wir uns in der Zeit schon mal was an Neues kaufen. Wir brauchen noch einen kleinen Hoftraktor. So, was nehmen wir denn da? Schön ist auch nochmal ein... Oh, hier nochmal so ein Fendt, ne? Wollen wir noch ein Fendt nehmen? Was haben wir denn hier noch? Hätten wir noch einen 700er? Der 500er, der sieht doch auch schnieke aus. Nehmen wir den. Der kann auch so standardmäßig bleiben. Frontladeranbau. Ja. Genau, dann nehmen wir den. Lassen wir so. Pflegebereifung. Nehmen wir den gleich mit Pflegebereifung. Dann lassen wir den gleich mit Pflegebereifung für die Felder kaufen. So, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall eine Sämaschine. Oder ein... Moment. Unkraut nix. Gedüngt 100%. Okay. Leute, wir brauchen noch eine Sämaschine. Eine Gruber. Da gucken wir mal gleich, ob wir nicht irgendwas haben, wo nicht gegrubbert werden muss. Die hatten wir, glaube ich, schon in einem anderen Let's Play in Silbersusum. Die sieht doch gut aus. Was hat die denn aber? 3,60 Meter. Kein Grubern voriges nötig. Dann nehmen wir doch die, Leute. Die sieht auch schnieke aus. Die kaufen wir. So, da brauchen wir gleich mal ein paar Big Packs. Wie viel passt denn da rein? Okay. Zack. Big Packs, die müssten hier sein. Hafer Big Pack, Schweine, Weizen Big Pack, Saatgut. Kaufen. Da kaufen wir mal, wie viel ist es drin? 1000, da kaufen wir gleich mal 2. Und Dünger, Mineraldünger, da kaufen wir auch gleich mal 2. Dann können wir das schon mal aufladen. Wir brauchen ein kleines Gewicht noch für unseren Hoftraktor. So, Gewichte. Wo sind denn die Gewichte? Da sind die Gewichte. Oh, da reicht so ein kleines für den, ne? Genau, nehmen wir das hier. Zack, sehr schön. So. Zug nicht. Du machst eine Bahn. Das sieht sehr schön aus. Das sieht echt schrecklich aus mit diesen Reifen. Aber ist nicht so schlimm. So, ich muss mich echt an die... das Fahren gewöhnen. Das ist echt sehr schwerfällig, finde ich. Sehr schön, du kommst ran. So, Pflegebereifung. Unsere neue Sämaschine. Komm her, ja.
Das nimmt da gleich was auf. Das ist sehr schön. Ah, nur 500. Okay. Ich dachte, da passt mehr rein. Da passt bestimmt mehr rein, oder? Auch nicht? Doch, da passt ein bisschen mehr rein. Sehr schön. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind fertig für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, morgen um 14 Uhr kommt die nächste Folge raus. Lasst mir bitte Feedback da, Kommentar, das würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.